passiert mit mir? Huch! Er hat eine große rote Nase, wie der Weihnachtsmann! Oh, gesegnet sei meine Seele! Wie um alles in der Welt bist du denn hierher gekommen, Kleine? Ich weiß auch nicht. Ich erinnere mich nur, ins Wasser geguckt zu haben und dann war da dieser Lichtblitz. Und im nächsten Moment war ich hier. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich mich fast an nichts erinnere. Ist doch kein Grund, Angst zu haben, meine Liebe. Meinen genialen Schlussfolgerungen nach würde ich sagen, dass du in einem Boot warst und über Bord gefallen bist. Und danach haben dich die Gezeiten hierher schwuppdiwupp angeschwemmt. Ich bin sicher, deine Eltern suchen schon nach dir. Ich heiße Sarah. Und Sie? Was? Ich bin Antonio Baldini. Genie, Künstler und Meister der Manege. Wo bin ich denn? Das weißt du nicht. Dann kannst du dich aber auf eine freudige Überraschung gefasst machen. Denn genau hinter mir befindet sich das großartigste Spektakel der Welt. Was? Könnte es sein, dass du noch nie vom weltberühmten Zirkus der Baldini-Brüder gehört hast? Ist doch unmöglich! Und nur für ein paar läppische Dollar eröffnet sich eine Welt von Magie, Wundern und Sensationen. Aber ich habe leider kein Geld. Pass mal auf, meine Liebe. Weil die Zeiten schlecht sind und der Andrang momentan etwas mager, gebe ich dir einfach eine Freikarte fürs Squish-Squash-Spiel und mit ein bisschen Glück gewinnst du ja ein paar Zirkuskarten. Danke Ihnen, Mr. Baldini. Gern geschehen, meine Liebe. Aber jetzt musst du mich entschuldigen. Muss schließlich einen Zirkus leiten. Hey, ihr alten Maden, wir haben einen Kunden. Die Show muss weitergehen. Igitt! Igitt! Da kann man alles durchsehen. Intelligenz auch nicht gerade mit Löffeln gefressen, was? Wir sitzen nämlich auf dieser Mistinsel fest und die einzige Seele, die sich seit der Flut hierher verirrt hat, bist du. Und du bist leider ein bisschen zu jung für eine Tätowierung. Das war eine riesige Flut, ne? Lass mich endlich mit so dämlichen Fragen in Ruhe. Ich habe noch nie einen Zirkus auf einer Insel gesehen. Weil Zirkusse normalerweise nichts auf Inseln zu suchen haben. Wer soll denn im Zirkus gehen, wenn alle erst herschwimmen müssen? Wer lebt in dem unheimlichen Haus auf der anderen Insel? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Ich stecke auf dieser kümmerlichen Insel fest wie alle anderen.
Warum schwimmst du nicht rüber und findest es selber aus? Igitt, diese Nadel sieht total dreckig aus. Hey, was glaubst du, was du da machst, du Diebin? Finger weg, du lästige Töle! Wir haben tatsächlich einen Kunden. Mein Name ist Karl Reis, aber du kannst mich Ismael nennen. Ich bediene das Squid Squash-Spiel. Squid Squash? Das ist ziemlich einfach. Sobald du mir deine Karten gegeben hast, kriegst du von mir einen Anker. Den haust du der kleinen Krake auf den Kopf, so fest du kannst. So dass Tinte in den Fangarm gedrückt wird. Je weiter du die Tinte drückst, desto mehr Karten bekommst du. Und wozu brauche ich mehr Karten? Na, um auf die anderen Karussells zu gehen, ist doch klar. Was für ein Buch lesen Sie da? Ist das ein Comic? Was? Das ist ein Klassiker, junge Dame. Nicht irgendein doofer Schinken. Es ist die Geschichte eines Mannes, der davon besessen ist, einen weißen Wal zu töten. Oh, armer weißer Wal. Ach, was? Darum geht's doch nicht. Der Wal verkörpert vielmehr all das Böse dieser Welt und die Besessenheit des Kapitäns. Ach, vergiss es einfach. Darf ich bitte mal spielen? Na klar, wenn du drei Karten hast. Ich habe eine Squid Squash-Karte, die Herr Baldini mir gegeben hat. Wie tut's auch? Los geht's. Ich fühle mich ganz schön einsam. Keiner da zum Spielen.
zum Zirkus. Da ist doch so viel los. Mama sagt, ich darf nicht, weil da zu viele gemeine Leute rumhängen, die für die Flut verantwortlich sind, weil sie so viel gesündigt haben. Das ist doch Blödsinn. Wie denn das? Keine Ahnung. Aber Mama weiß so Sachen. Hörst du immer auf deine Mama? Meistens. Aber nicht immer, hä? Naja, neulich habe ich mich mal nachts rausgeschlichen, obwohl sie mir verboten hat. Aber am großen Zelt war es total öde. Die meisten haben gepennt bis auf den Muskelprotz. Der hat irgendwelche doofen Liebesbriefe geschrieben. In dem einen stand, oh Inferno, du setzt mein Herz in Flammen. Ist dieser Teil der Insel jetzt dein Zuhause? Ja, aber nur wenn du diese Bruchbuden dein Zuhause nennen willst. Wo sind denn all die anderen Familien? Meine Leute und ich sind die Letzten hier. Früher waren es mal mehr, aber nach und nach sind die anderen verschwunden. Was ist denn passiert? Genau weiß es keiner, aber ich glaube, es ist das Monster. Monster? Ja, das Krakenvieh. Mein Vati sagt, im Laufe der Zeit sind wir alle dran. Ich will nicht aufgefressen werden. Eine Ölkanne. Ich möchte in Ruhe gelassen werden. Verdammt, lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie mich in Ruhe. Der sieht so traurig aus. Mein Name ist Sarah. Und wie heißen Sie? Ich heiße Colin O'Leary und das hier ist meine Frau Martha. Was ist denn mit dieser Stadt passiert? Eine Flut. Der alte Prospektdamm ist genau unter Grandview Point geworden. Kein Wunder, war vollkommen verwahrlost. Wie konnte das passieren? Naja, im Laufe der Jahre hat keiner mehr was dran getan. Wir wussten ja, dass Reparaturen nötig waren, dachten aber, hielt noch mindestens ein Jahr. Die Stadt hat ja auch nur begrenzte Gelder und irgendwie waren andere Sachen immer wichtiger. Da haben wir uns wohl geirrt. Und was ist mit den anderen in der Stadt passiert? Die meisten sind bei der Überschwemmung umgekommen. Die anderen Überlebenden und meine Familie sind hier aufgekommen. Aber außer Ihrer Familie sehe ich niemanden. Wir sind die letzten Überlebenden. Die komische Krake hat nach und nach alle gefressen. Aber das ist doch unmöglich. Wir sind so hoch über dem Wasser. Seitdem sie im offenen Wasser lebt, ist sie fast dreimal so groß geworden. Manchmal sehe ich, wie nachts die langen Fangarme das Land nach uns absuchen. Kann man denn da gar nichts tun? Ich fürchte nein. Wir sind alle verloren. Ich habe Ihren Sohn getroffen. Ein netter Kerl. Sean? Ja, er ist ein guter Junge. Ich wünschte nur, seine Mutter würde ihn nicht so verwöhnen. Die muss frieren. Mein Name ist Sarah. Und Ihre? Wo kommst du her, du kleiner Teufel? Hab dich vorher noch nie gesehen hier. Ich bin gerade hier angekommen. Erinnere mich aber nicht genau, wie und woher. Was für ein Ammenmärchen. Pah! Himmel, die Sünder vermehren sich immer mehr. Und du bist sicher genauso böse wie die anderen unseligen Kreaturen. Ich bin keine Kreatur, nur ein kleines Mädchen. Ha, mir machst du nichts vor, du Ausgeburt des Teufels. Ich kenne Belzebubstricks. Ich weiß, dass du dein Aussehen verändern kannst. Sicher steckst du mit der Mörderkrake unter einer Decke. Sie sind hier verrückt. Ach, jetzt tu nicht so unschuldig, du Giftschlange. Auf dich falle ich nicht herein. Deinesgleichen hat unsere Stadt ins Unglück gestürzt. Ich habe Ihren Sohn getroffen. Er war... Bleib nur weg von meinem Kind, oder ich schäle dich wie eine Kartoffel. Und selbst wenn ich auf ewig mit dir in der Hölle brate, meinem Kind wirst du kein Haar krümmen. Ihr Mann ist aber nett. Mein Mann? Du meinst mein Doppelgänger? Ha, von wegen mein Mann. Aber warum stehen Sie denn hier bei ihm? Versuch nicht, mich einzulullen, du giftige Hexe. Du weißt genau, dass er mein Gehirn wie eine Apfelsine frisst, sobald ich ihm mal den Rücken zudrehe. Ich glaube, Ihre Frau mag mich nicht besonders, Mr. O'Leary. Die
mag niemanden, auch mich nicht. Seit der Flut ist sie einfach nicht mehr dieselbe. Ich kann mich nicht mal mehr normal mit ihr unterhalten. Sie denkt, ich sei irgendein Dämon. Willst du, Jennifer, diesen Mann Max zu deinem angetrauten Ehemann nehmen? Ja, natürlich kann ich Feuer spucken. Wie heißt du denn, meine Kleine? Ich bin Sarah. Und wie heißen Sie? Eigentlich heiße ich Jennifer Lang, aber mein Künstlername ist Inferno. Das ist aber ein schönes Kostüm. Dank dir. Du bist ein so süßes Mädchen. Genau wie die Tochter, die ich mir immer gewünscht habe. Und warum haben Sie keine? Mein Mann und ich hatten einfach nie die Gelegenheit, eine Familie zu gründen. Warum nicht? Ein paar andere und er wollten auf die andere Insel und sind dabei von diesem Tintenfischmonster angegriffen worden. Ich bin nicht mitgefahren, weil ich so leicht seekrank werde. Er hat gesagt, er wolle mal die Lage peilen und mich dann abholen. Er ist nie zurückgekommen. Das tut mir so leid. Na, ist schon in Ordnung, meine Liebe. Konntest du ja nicht wissen. Ich wünschte nur, ich hätte jemanden, an den ich das Geheimnis des Feuerspuckens weitergeben könnte. Oh, Mia, teile dich doch mir bei! Ich weiß nicht recht. Du bist noch so jung. Oh, bitte! Na gut. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir neues Benzin. Ich habe kaum noch Vorräte. Danke, kleines Mädchen. Hier ist ein Geschenk für dich. Woo! Danke. Aber gern geschehen. Ich weiß, dass Sie derjenige sind, der Inferno Liebesgedichte schickt. Warum sagen Sie es ihr nicht einfach? Wenn Sie sie lieben, sollten Sie es ihr sagen. Hä? Weiß ich? Na, wie kommst du darauf? Ich habe einfach nur Muffe, sie zu sagen. Muffe? So groß und stark, wie Sie sind? Na und? Können wir zwar eine Stahlstange um den Hals biegen, aber hätte trotzdem Angst, ihr das zu sagen. Aber warum nur? Sie würde mich dann nie ernst nehmen. Sie denkt sicher, ich bin nur so ein hirnloser Muskelprotz. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihr meine Liebe beweisen kann. Wie wär's mit einer Tätowierung mit Ihrem Namen auf dem Arm? Hey, das ist vielleicht keine so üble Idee. Wenn das nicht zeigt, dass ich es ernst meine, dann weiß ich auch nicht weiter. Spaß in unserem Zirkus? Ich glaube schon. Ist aber ein bisschen unheimlich. Das stimmt schon, meine Liebe. Aber macht Angst nicht auch Spaß? Schau nur genau hin und erlebt das Wunder jeder einzelnen Attraktion. Puh, das stinkt! Ich heiße Sarah. Und Sie? Flipper. Mögen Sie es hier im Zirkus?
Na klar, echt ein Traum von mir. Als Requisite habe ich nur diesen lausigen Fisch. Warum nehmen Sie nicht was anderes? Und was zum Beispiel? Hab früher mal Sachen vom Publikum gekriegt. Und jetzt gibt's kein verdammtes Publikum mehr. Der Laden hier ist das Letzte. Von wegen. Meine Schwester ist das Letzte. Warum ist sie denn so gemein zu ihm? Keine Ahnung. Besonders freundlich war sie ja nie. Aber seit ihr Hund tot ist, ist sie ein ganz anderer Mensch. Hoffentlich beruhigt sie mich nicht damit. Ich heiße Sarah. Und Sie? Es ist ein Brenner, du Göre. Sie müssen ja nicht gleich so gemein sein. Hab ihn nur gefragt. Nur gefragt? Ich heiße Trixie. Magst du besser? Gefällt sie mir hier im Zirkus? Du machst wohl Witze, Das ist das Letzte. Der einzige Spaß ist für mich, meinen Bruder reinzulegen. Das ist aber gar nicht nett. Halt die Klappe! Hab dich nicht um deine Meinung gefragt, du Zimtziege. Junge, für Clown sind sie aber gar nicht freundlich. Ich dachte, Clowns würde man machen, du nett. Ach nee? Die meisten Clowns hängen ja auch nicht in so einem runtergekommenen Zirkus fest. Auf einer Insel, wo sie nur darauf warten, von irgendeinem Monster gefressen zu werden. Was soll denn das heißen? Was für ein Monster? Die verdammte Krake! Ich wusste, dass das Ding Ärger machen würde. Am ersten Tag, als Antoni das Ding mitbrachte, hat das Vieh schon meinen Hund gefressen. Armer Mr. Puppes! Tut mir leid. Tut dir leid, der klasse Kindchen. Aber mein Hund macht das nicht wieder lebendig. Hau besser ab, bevor ich dir eine Torte in die Fresse haue. Kannst du nicht sehen, dass ich keine Zeit habe? Verpiss dich, du Nervensäge! Kann ich davon eine Flasche haben? Inferno will mir nämlich das Feuerspucken beibringen. Ach ja? Bist du nicht ein bisschen zu jung für sowas? Nö, bin schon fast 8,5. Zum Teufel, warum nicht? Ich brauch's eh nicht mehr. Hab doch einen Eimer voll davon, dass sonst nur schlecht wird. Thank you.
Ich bin Wippi, Meister im Wahrsagen. Meine Karten enthalten die Geheimnisse des Kosmos. Können Sie mir die Zukunft vorhersagen? Aber sicher. Lass mich die Karten zu Rate ziehen. Oh, ja. Sehr interessant, wirklich. Oh, was sagen Sie denn? Ein blutendes Herz. Du wirst bald Zeuge eines beängstigenden Zerstückungsrituals werden. Ein unbarmherziges Volk wird den Planeten mit Blut tränken. Das ist ja entsetzlich. Sind Sie sicher, dass Sie die Karten richtig deuten? Hör, nicht ganz. Das hier ist nur ein Herz Ass. Kann auch sein, dass ich heute Morgen mit den Karten etwas durcheinander bin. Die Anhänger sehen nicht so gemütlich aus. Oh, die gehören zusammen. Sie sind ja zusammengewachsen. So wie alle siamesischen Zwillinge. Der sieht aus wie der dicke Bruder von Rübezahl. Ich heiße Sarah. Und Sie? Stuart Limpkin, gutes Kind. Sammler unvorstellbarer Seltsamkeiten. Meister perverser Biester, die im Schatten deines Verstandes lauern. Und Herr unheimlicher Kreaturen, die du dir hier anschauen kannst. Hereinspaziert. Wo kommen diese Kreaturen denn her? Ist das nicht völlig egal, mein Kind? Zu deiner Unterhaltung sind hier alle versammelt hinter dicken Gittern, versteht sich. Ich habe gehört, eins der Ungeheuer ist bei der Flut entkommen und frisst jetzt jeden, der sich ins Wasser traut. Die Kräfte von Mutter Natur liegen für wahr außerhalb des Verstandes. Während der Überschwemmung hat sich Ivy aus dem Staub gemacht und genießt jetzt wieder seine Freiheit im Wasser. Kann ich ihn nicht mal verübeln. Wie viele Karten, um reinzukommen? Lächerliche 5 Karten. Was für ein Schnäppchen, um auf einmal all das zu sehen, was andere kaum im ganzen Leben zu Angesicht bekommen. Schönen Dank, meine Gute. Und jetzt schnell hereinspaziert. Eine Auswahl des Grotesken erwartet dich. Die Anhänger sehen nicht so gemütlich aus. Ist sehr gelenkig. Ich heiße Sarah. Und Sie? Ich bin Tetsu und keiner ist so elastisch wie ich. Oh, können Sie eine Glühbirne zum Brennen bringen? Was? Oh nein, elastisch, nicht elektrisch. Und was heißt das? Das heißt, dass ich mich so verrenken kann wie niemand sonst. Wie lange arbeiten Sie denn schon als Zirkusattraktion? Schon ewig. Ich habe hier schon etliche Mutanten miterlebt, aber dieser Krakentyp war der Schlimmste. Ist das nun ein Mann oder ein großer Hund? Mein Name ist Sarah. Und deine? Timber, hau ab, Kind, bevor ich dich fresse. Wie kann man nur so etwas Schlimmes sagen? Ich wollte doch nur nett sein. Nett sein willst du? Dann lass mich endlich raus aus diesem Käfig. Und sobald ich dich rauslasse, frisst du mich. Hast du ja selbst gesagt. Wenn du mich rauslässt, fress ich dich nicht. Versprochen. Und woher weiß ich, dass ich dir trauen kann?
So wie du aussiehst, frisst du den Erstbesten, der dir zwischen die Zähne kommt. Dich nicht! Ich will riechen! Knochen! Süßes Knochenbark! Mach mich wahnsinnig! Lass mich raus! Du riechst Knochen! Wo denn? Ich habe auf der ganzen Insel keine gesehen! Vergraben! Tief vergraben! Aber ich kann sie riechen, bis sie ausbuddeln! Also, ich weiß nicht! Lass mich raus! Ich geh hier drin, nein! Warum lässt Stuart dich denn nicht raus? Hat er keinen Schlüssel? Schlüssel verloren! Verdammt! Sie verloren! Musst du aufbrechen! Das wäre gar nicht gut! Die Schwanzflosse des weißen Monsters sagt, wir packen die Überkommen in die Harpunen, um die Boote zu laden. Das muss fürs Karussell sein. Aber ist total rostig. Oh Mann! Da steht's. Das ist ein Rot, eine... Yippie! Das macht bestimmt Spaß. Aber die Tiere machen mir Angst. Da kann ich nicht lange gehen. Stell dich mal hier ans Schild, Kleine. Spanky sagt dir, ob du reinkommst oder nicht. Haha, die kannst du wieder ins Wasser werfen, Spanky. Die ist zu klein. Tritt mal ran und Spanky wird... Was zum... Na, dann bist du wohl groß genug, Lange. Dankeschön. Schatz!
Das Haus des Terrors erwartet dich! Was mache ich hier? Wer bin ich? Nehmt mir das sofort ab! Raus! Ich will da raus! Eine Scherbe vom Spiegel! Das Wasser ist so dreckig! Ich kann nicht mal den Grund sehen. Das Wasser ist so dreckig. Das Wasser ist so dreckig. Ich kann nicht mal den Grund sehen. Sein Atem riecht komisch. Mein Name ist Sarah. Und Ihre? Da schau her, ein Kobold. Wo ist der Topf mit dem Geld, kleiner Kobold? Ich bin doch kein Kobold. Ich bin ein Mädchen. Mich legst du nicht rein, du Kobold. Mein Name ist Laughing Larry. Und jetzt zeig mir den Weg zum Gold. Gefällt's Ihnen hier im Zirkus? Na klar. Gibt doch nichts Besseres, als zu verhungern oder drauf zu warten, von einem Monster gefressen zu werden. Auf gute Zeiten. Haben Sie hier etwa nicht genug zu essen? Vielleicht noch für einen Monat oder so. Aber sobald die Riesenkrake alle Fische gefressen hat, stehen wir auf dem Schlauch. Du kannst uns sicher helfen. Nicht wahr, kleiner Kobold? Du kannst... auf dem Schlauch! Lebendig gefressen, meinen Sie? Die komische Krake wird uns alle kriegen. Wir sind alle geliefert. Genug Grund, aus deinem Klauen Teufel zu machen. Und dass du nicht diejenige bist, für die du dich hältst. Du hast die Lösung für ein schweres Problem. Aber fremde Kräfte haben sich gegen dich verschworen. Wie seltsam. Nach den Linien deiner Hand müsstest du dreimal so alt sein. Na, ich muss mich jetzt ausruhen. Aber vorher gebe ich dir noch einen letzten Rat. Mit auf dem Weg. Weiter auf dem Nachhauseweg. Die Felder der Dunkelheit. Du bist nur sicher, wenn du den Stab, die Kanne und die Reflexion gefunden hast. Hey!
ich eine kleine Flasche Lagerlack-Entferner. Geht das auch? Na klar. Was brauchen wir sonst noch? Zunächst gebe ich dir einen meiner alten Feuerstäbe. Den kannst du hier anmachen. Das müsste eigentlich sein. Fertig? Pass genau auf, was ich mache, und dann bist du dran. Okay. Okay, jetzt probierst du mal. Genau so. Du bist ja ein Naturtalent. Ich weiß, wer Ihnen die Liebesgedichte geschickt hat. Was? Woher weißt du denn, dass ich welche bekommen habe? Habe ich doch niemandem erzählt. Ich kann dir nicht sagen, woher ich weiß. Aber ich weiß, dass sie von Geno, dem Muskelprotz, kommen. Oh nein, dieser Tölpel. Um Gottes Willen. Vor der Überschwemmung hatte der fast mit allen Seiltänzerinnen was. Wie soll ich den nur ernst nehmen? Wie wär's denn, wenn er sich ihren Namen auf den Arm tätowieren ließe? Das wäre doch ein Beweis, oder? Weiß nicht recht. Naja, wenn er das täte, wäre es vielleicht ein Anfang. Unter uns, seitdem mein Mann weg ist, bin ich furchtbar einsam. Stinkt! Timber! Timber! Hast du den Knochen gefunden? Gefunden! Aber warum das stinkt hier? Was ist los? Stimmt was nicht? Der Tod! Weg hier! Muss rausklettern! Timber! Thank you.
auch. Warum tust du dir das an? Ich vermisse sie, ja. Vermisse sie ungeheuer. Das tun wir ja alle, Schatz. Aber du darfst dich nicht jede Nacht mit den alten Videos quälen. Komm jetzt, ist schon spät. Geh schlafen. Du hast wohl recht. Ein Schlüssel aus Messing. Wofür der wohl ist? Das ist mein Geheimversteck. Du darfst hier nicht drauf. Hör zu. Ich mach dieses Ding aus, wenn du mich fest in den Arm nimmst. Okay. Aber dem Max darfst du nichts hiervon erzählen. Okay. Und wo bleibt meine Umarmung? Bist der tollste Papa. Und du meine Lieblingstochter. Endlich gefunden. Komm schon, wir haben nicht viel Zeit. Komm mit.
Komm schon, du Schnecke. Sie wartet, du musst dich beeilen. Komm schon, du Schnecke. Sie wartet, du musst dich beeilen. Hoppla, tut mir leid. Aber jetzt beeil dich, worauf wartest du denn? So eine Scheiße.